bisschen Sand, aber auch Pflanzenreste. Also bei dem Fokusprojekt handelt es sich um ein Projekt, das in enger Zusammenarbeit mit einem außerschulischen Gremium organisiert wird. Und da passten wir natürlich mit unserer Zusammenarbeit mit dem Schutzverein genau rein. Et donc l'écriture, regardez, elle va toujours être dans ce sens-là. Là, où là-bas, 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 comme ça. Das, was ihr jetzt hier seht, ist die Fläche vom Steinhuder Meer. Im Gegensatz zu dem, wie es vorher war, vor 15.000 Jahren, genau da hinten sieht man es gut, ist es so, dass es auf jeden Fall viel kleiner geworden ist. Das Programm Fokus ist ein neues Programm im deutsch-französischen Jugendwerk. Das existiert seit Januar 2014 und wir haben es eingerichtet, neu eingerichtet im DJW, um explizit und ganz exklusiv die Kooperation zwischen Schule und Verein zu fördern. Das heißt, ein Antragsteller erhält nur einen Zuschuss, wenn eine Partnerschaft zwischen mindestens einer Schule und einem Verein besteht. Die Wilhelm-Busch-Schule in Rehburg und das Collège Marcel Pagnol in Pierre Benit, die kannten sich schon und hatten dann gemeinsam das Thema Umwelt herausgesucht. Und nun ging es darum, dass man auch eine Organisation findet. Diese Organisation haben wir gefunden, die Wilhelm-Busch-Schule in Rehburg. Und zwar mit der ökologischen Schutzstation Steinhuder Meer oder dem Regionalumweltzentrum, die eng zusammenarbeiten. À la jolie grenouille. À la jolie grenouille qui se rapproche de moi. Gabi, je peux te fumer. Tu pourras me faire voir la loupe après, s'il te plaît. Arrête, fais pas ça. Arrête, ça leur fait mal. Non, pas du tout. Ça leur fait mal autant. Ouais, d'accord. Ja, wir wünschen uns natürlich, dass die Schüler einen Einblick kriegen in dieses Moorgebiet, in das Steinhuder Meer und natürlich das Thema Upcycling. Was macht man aus abgelegten Dingen? Wie wertet man abgelegte Dinge wie Jeans oder Möbel auf und kann sie vielleicht sogar in einer Schülerfirma sogar verkaufen und Geld einnehmen? Wir haben Schüler angemalt und die bauen Insektenhotels. On fait des trous pour que les insectes y mettent les œufs dedans. Attends, dès qu'il a posé ça. Ich finde immer wichtig, dass die Schüler, die beteiligt sind, in gemischten Gruppen etwas zusammen tun. Und ich denke mal, über die gemeinsame Arbeit kommt man auch ins Gespräch. On communique des fois en allemand, des fois on prend les portables pour faire Google Traduction. Jetzt kommen wir uns in die Quere, Sabine. Ja. Ah, je te promets, Lodier, tu fais encore un truc. Pas bien, je te tue. Bon, mais t'as jamais fait la vaisselle de ta life? J'ai fait deux vaisselles pour le prix d'une. Bon, d'accord. Guck mal, hier oben erst ausstellen. Und hier ein bisschen größer einstellen. So. Ja. En fait, on recycle des jeans. On recycle pour ne pas gaspiller. Wir haben aus der alten Hose die Hintertaschen abgeschnitten und haben daraus die Handyaufladetaschen gemacht und haben aus den alten Hosenbeinen die Federmappen gemacht. Zu der Eiszeit war hier das ganze Land von Eis bedeckt. Und wenn Eis schmilzt, entsteht natürlich viel Wasser. Und an dieser Stelle war eine kleine Senke und da sammelte sich das Wasser, also ist dieser See eine Restpfütze der Eiszeit. Ja, also wir sind im Steinhuder Meer und die Frau erklärt uns gerade die Umgebung. Weil wir eine Umweltschule sind und wir sehr viel mit dem Steinhuder Meer zu tun haben und der Umwelt und wir kommen auch alle aus dieser Umgebung. Als erstes, riecht doch mal, wie riechen denn eure Füße? Scheiße! Aha. Riecht nach Scheiße! Das riecht nach Methan. Methan.
Also hier in unserer Schule ist es so, das ist ja eine Förderschule. Und das sind einerseits Kinder mit Lernschwierigkeiten, aber auch Kinder, die Schwierigkeiten im sozialen Bereich haben, die auch im Heim zum Beispiel leben. Und wenn ich das von den französischen Kollegen höre, dann gibt es eben auch da ganz viele ähnliche Schicksale. Also ich würde allen immer raten, probiert sowas, weil die Erfahrungen, die die Kinder in ihren Ländern haben, die sind doch überall dieselben. Und insofern erkennen die ganz vieles, was sie von sich kennen, in den anderen wieder, auch ohne die Sprache. Wir verfolgen mit der Einrichtung dieses Programms Fokus hauptsächlich zwei Ziele. Zum einen tragen wir der Entwicklung der Bildungspolitik in beiden Ländern, in Frankreich und in Deutschland, Rechnung, wo es in beiden Ländern darum geht, verstärkt die Zusammenarbeit zwischen den Bereichen nonformeller und formeller Bildung zu fördern. Und zum anderen möchten wir den deutsch-französischen Jugendaustausch, den internationalen Jugendaustausch ganz explizit als Bildungsinhalt darstellen und auch in der Bildungslandschaft verankern. Let's go.